Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Im letzten Szenario und höchstwahrscheinlich auch für mich die letzte Aufnahmesession für dieses Spiel. Ja, wir haben hier schon ein bisschen was gebaut, ne? Haben hier den Phoenix Twister und unsere Stromschnellen hier. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob sich das raustut, ob da genug Besucher ankommen. Genug Besucher in den Park kommen. Wir können hier mal oben das Ding angucken, ne? Weil es hier schon Intensitätsbewertung schon extrem hoch. Vielleicht können wir da ein bisschen entgegenwirken. Wenn wir da mit der Liftgeschwindigkeit vielleicht ein bisschen runtergehen. Und dann gucken wir uns das mal an, was dabei rauskommt. Vielleicht hilft es ja ein bisschen, ne? Könnte ja sein, wir können ja mal einen Testlauf starten. Lassen einfach mal eine Runde fahren und gucken dann mal, was passiert. Außerdem können wir noch machen, um mehr Besucher in den Park zu bekommen. Erst einmal den Eintrittspreis senken. So. Ja, jetzt hat sich das schon verbessert auf jeden Fall. Jetzt ist es nicht mehr extrem, sondern nur noch sehr hoch. Das heißt, jetzt sind vielleicht mehrere Besucher dazu bereit, hier zu fahren. Ja, wer ist geschlossen? So, jetzt mache ich es auch für euch, extra für euch. Naja, dann geht halt mal rein, ne? Okay. Auch bin ich gespannt, was hier noch alles so draus wird. Vor allem, wenn wir hier noch weitere Attraktionen hinsetzen wollen. Wir können auch mal, weil wir das Geld brauchen nachher für das Darlehen, erst einmal die Forschung komplett rausnehmen und vielleicht Läden und Einrichtungen ein bisschen was und aufregende Fahrten, so dass wir ein bisschen so Kleinkrusch auch haben. Ah, und wir haben den Anfänglevel schon geschafft, wunderbar. Eine kleine Geldmenge, okay, 1000 Euro haben wir bekommen. Wir gucken hier rein, Unternehmer, 450 Besucher im Park. Und wir sollen das Darlehen zurückzahlen. Ja, da sind noch 4000 offen. Habe ich mich vielleicht am Anfang ein bisschen übernommen, was das Ganze so angeht. Mit den Attraktionen vielleicht ein bisschen viel gebaut. Gut, jetzt haben wir 1200. Ich will jetzt die 1000 nicht zurückzahlen, sondern ich will gleich mal gucken, ob wir hier irgendwie weiter rumbauen können. Einfach, dass uns das Geld nicht ausgeht, dass wir noch was verdienen. Und wie machen wir das am besten? Wo setzen wir das Ding am besten hin? Ja, mal gucken. Vielleicht ist hier gar nicht mal so schlecht. So. Und einmal Eingang, Ausgang. Und dann noch den Weg. So, einmal hier, einmal da. Und dann können wir das Ding auch eröffnen. So. Ja, 2200 Euro haben wir jetzt schon. Das ist sehr schön. Das heißt, die 2000, die zahlen wir zurück und dann fehlen uns also noch 2000. Und ich hoffe, das bekommen wir rein mit den ganz vielen Besuchern. Hier stehen auf jeden Fall ordentlich Leute an. Das ist sehr schön, da können wir vielleicht sogar preismäßig ein bisschen was verändern, ne? Solange die Leute hier noch anstehen. Ich gehe mal auf 280, mal gucken, ob sich dann die Schlange auflöst oder ob noch welche dran stehen. Guck mal, ne? Sie zahlen noch. Sie zahlen noch, okay. Das heißt, wir können mal weiter auf 3 Euro gehen. Wir können hier leider keine weiteren Boote mit hinzufügen. Das ist ein bisschen das Problem, das wir haben. Und das ist ein bisschen schade. Aber 3 Euro sieht soweit aus, als würden das die Leute noch bezahlen. Sehr schön. Hier sind ebenfalls Schlangen. Und dann können wir hier auch mal auf 2,50 gehen. Ebenso hier ein bisschen hoch, vielleicht auf 80 Cent oder so ein Spaß. Eintrittspreis verlangen wir nicht und dann steigt doch das Geld ziemlich gut an. Ne? Sieht ziemlich gut aus. Kann man hier
Ne. Mindestwartezeit 10 Sekunden. Man kann hier nicht die Geschwindigkeit des Rutschenden verstellen oder sonstiges. Ne, das funktioniert nicht. Oh, hier ist ordentlich was los. Kann man hier noch. Was ist los? Störung. Das ist sehr blöd. Mal gucken. Wir haben nämlich keinen Mechaniker. So. Dann ist es jetzt Zeit für einen auf jeden Fall und auch für eine Reinigungskraft. Und die bilden wir dann gleich mal aus. Alle beide. So. Okay. Na, jetzt haben wir natürlich ordentlich wieder Geld in die Hand genommen. Okay, viele Besucher sind durstig, das heißt, da müssen wir jetzt mal gucken. Uns fehlt da komplett alles. Uns fehlt da komplett alles. Das heißt, Läden und Einrichtungen hoch. Das kann man mal hier wegdrehen, da brauchen wir auf jeden Fall. Ja, Geld. Wir brauchen auf jeden Fall Geld, dass hier was passiert, ansonsten läuft da gar nichts ab. So. Ja, das sieht eigentlich recht gut aus. Ja. Kann ich eigentlich nicht meckern, bis auf die langen Schlangen. Wie sieht's denn hier oben aus? Ja, hält sich. Hier oben hält sich ein bisschen in Grenzen. Aber kostet auch, das Ding kostet auch 5,50 €. Was, die Musik ist hier schlecht? Okay, die gehen nicht drauf, wenn es regnet. Der eine sagt, die Musik ist scheiße, der andere findet sie richtig gut. Naja, man kann es nicht jedem recht machen. Aber hier sieht es soweit ganz gut aus. Hier ebenso. Das sollte doch laufen. Ja, wir brauchen natürlich Stände, ne? Wir können hier nichts machen, wenn wir keine Stände zur Verfügung haben. Das ist natürlich extrem blöd. Da kommen wir auch nicht irgendwie drum rum. Wir könnten einen Luftkatapult bauen. Oder Bode Trampolin könnten wir bauen. 4x4. 4x4. Ja, das ist zu groß. Da passt irgendwas mit dem 4x4 nicht wahrscheinlich. Naja, 5x5. Okay. Warum haben wir gerade so viel Geld verloren? Die kosten nur 225. Oh, Strafe, ja, okay. Ja, das ist wirklich ein extremes Problem. Das hier müssen wir doch mal ein bisschen anziehen. Vielleicht hier auch die Preise ein bisschen anziehen. Na, was, wie sieht's aus? Ja, die Leute gehen hier noch rein. So, 80, hier machen wir 1 €. Und dann müssen wir gucken, wirklich, dass wir eben auf einen grünen Zweig kommen. Und ich sehe es schon, hier haben wir auf jeden Fall was. Tropensäfte, jawohl, wunderbar, unser erster Stand. Einmal eröffnen das Ding. So, dann haben wir das zumindest schon mal. Ja. Und ansonsten? Geht's denen hoffentlich ziemlich gut. Ja, das sollte eigentlich ganz okay sein, ne? Können wir so lassen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen weiteren Stand. Abfall und Erbrochenes minus 8, das hält sich auch noch in Grenzen. Okay, hier sieht's aus, als wäre das zu teuer. Okay, denen gefällt's. Denen gefällt's. Das ist sehr schön. Vielleicht ist er doch ein bisschen zu teuer. 3 €. Bleibe bei 2,50. Hier hinten auf jeden Fall, das lohnt sich. Hier auch einen Preis für 3 €. Okay, die können natürlich in der Stunde nicht so viel abfertigen. Das ist sehr schade. Aber wir haben noch mal einen Tausender übrig. Reicht das denn?
Es reicht nicht für die, für das Darlehen. Unsere Parkbewertung geht ein bisschen zurück. Müssen natürlich schauen, dass wir auch jetzt hier und da neue Attraktionen hier reinbringen. Ein Beispiel wäre das Luftkatapult. Das wird auch das nächste, was wir bauen werden. Vielleicht sogar hier hinten hin. Einfach um es hier kompakt zu halten. Dass wir das da hinten hinbauen, einfach aus dem Grund, dass wir hier sowieso so wenig Platz haben. So. Dann noch einen Weg zum Anstehen. Ah ja, das würde ich so lassen. Und den Preis können wir auch auf 3 Euro wahrscheinlich hochtreiben. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut sogar. Hier stehen jetzt wieder weniger Leute an. Da können wir vielleicht ein bisschen runtergehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. 1500 Einnahmen. Sehr gut. Hier haben wir 800. 20 knapp. Eine Limonade. Gibt's jetzt hier. Ja, viele Besucher sind hungrig. Ich würde gerne was bauen. Ja, gegen euren Hunger. Aber da fehlt mir einfach die Stände. Ganz klipp und klar muss ich leider so sagen, dass mir die Stände fehlen. Außerdem fehlt mir hier auch ein bisschen die Musik. Ich höre. Nee. Irgendwie, irgendwas ist da los. Werde ich gleich mal am Ende der Folge gucken, was, woran es denn da liegt, dass jetzt hier auf einmal die Musik weg ist. Ja, kurz vor Schluss kommen halt noch die ein oder anderen Dinge dazu, die ich nicht so gedacht habe. So, aufregende Fahrten können wir auch hochdrehen. Lassen wir mal so. Vielleicht gibt man denen noch ein bisschen mehr Geld zum Forschen. Wir brauchen natürlich Leute hier. Kann man hier abfahren oder brauchen wir das minus 12? Wir können natürlich auch mal danach gucken, dass es hier Mülleimer gibt. Dass wenigstens das hier ausgesorgt ist. So, vielleicht hier oben noch. Und da steht schon einer. Alles klar. Und dann vielleicht hier noch. Bisschen breiter das Ganze, so. So. Mal gucken, was wir hier noch so für Läden reinbauen können. Hier können wir noch was hinpacken. Neue Attraktion, schwingendes Überkopfschiff. Das schauen wir uns auch auf jeden Fall mal an. Ich will jetzt eigentlich nicht für 400 das Ding da hinten hinbauen. Dann müsste der Anstellweg und der Ausgang extrem weit gehen. Aber es wäre natürlich Platzersparnis. Es wäre natürlich die extremste Platzersparnis. Oder ich, ja, will es da hinten bauen, aber da müssen wir ebenfalls weit gehen mit dem Weg. Das heißt, ich baue es hier hin. So. Und dann legen wir den Weg hier vor. Mal gucken, ob wir hier irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Jawohl, das hat. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Und dann werden wir hier, weil da können wir eigentlich auch erstmal so ein bisschen nach hinten rumgehen. So. So. Und das Ding eröffnen, preistechnisch. Ich würde sagen 2,50 und wie es dann weitergeht, ob man denn das Darlehen zurückzahlen können, ob man die nötigen 450 Besucher in den Park bekommen, wovon ich eigentlich stark ausgehe. Das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.